Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 81. Eine kleine Aussprache. Zweiter Teil. Susan hatte Draco nach Hause geschickt, nachdem ihre Mutter gekommen war, um sich um ihre Beschwerden zu kümmern. Auf dem Weg nach Hogwarts dachte Draco über Susans Verwandte nach. Die Begegnungen zwischen Susans Familienmitgliedern und ihm waren häufig etwas unterkühlt, weil sie natürlich genau wussten, wer sein Vater war und wie die damaligen Ansichten seiner Familie über Halbblüter und Muggel waren. Familie Bones hingegen hatte sich nie darum geschert, Beziehungen in erster Linie aufgrund der Reinblütigkeit, damals als magisch günstige Kompatibilität bezeichnet, einzugehen, weshalb in Susans Familie etliche Muggel vorhanden waren. Doch auch wenn man Draco als Sohn eines Todessers kannte, so wandten sie auch bei ihm und Susan eine Redewendung aus der Muggelwelt an, und die lauterte, wo die Liebe hinfällt. Ihre Familie hatte ihn akzeptiert. Die meisten hatten ihn warmherzig aufgenommen und nur wenige waren ihm gegenüber noch skeptisch. Ein Gespräch, welches er zwischen ihren Eltern und zwei Onkeln zufällig belauscht hatte, ging ihm jedoch nicht mehr aus dem Kopf. Man hatte sich über die Beziehung zwischen ihm und Susan unterhalten, und die Herren der Schöpfung kreideten ihn an, nicht einmal einen Schulabschluss zu haben. Als er mit Susan darüber gesprochen hatte, bestätigte sie ihm, dass UTZ und eine folgende Ausbildung in ihrer Familie schon immer hoch angesehen gewesen waren, selbst wenn man Geld wie Heu hatte. So ganz allein in seinem Zimmer hielt Draco es nicht lange aus, sodass er zu seiner Mutter hinüberging. »Draco, da bist du ja endlich. Die Zeremonie fängt doch gleich an, Junge«, sagte sie ganz aufgelöst, während sie einen schwarzen Stoff von der Rückenlehne des Sofas nahm, der sich gleich darauf als sein alter Schulumhang herausstellte. »Mutter, ich habe mich doch gar nicht für das siebte Jahr angemeldet. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Oder glaubst du, ich hätte es nötig?« fragte er enttäuscht. »Es ist wichtig, einen Schulabschluss in der Hand zu haben«, sagte sie belehrend. »Dein Vater hat auch immer gesagt, dass das der wichtigste Start ins Leben ist. Ich will nicht, dass mein einziger Sohn keinen UTZ hat.« Die beiden stritten ein wenig herum, denn Draco wollte wirklich nicht für ein Jahr die Schulbank drücken. Seine Mutter hingegen bestand darauf. Dann fiel ihm wieder die Familie Bones ein, die genauso dachte wie seine Mutter. Selbst Susan hatte eine enttäuschte Miene gemacht, als er vor einigen Wochen auf ihre Frage hin, ob er das Schuljahr wiederholen würde, lediglich den Kopf geschüttelt hatte. »Mutter, das fängt in einer halben Stunde an. Das würde ich sowieso nicht schaffen. Ich habe nicht einmal einen Umhang, der mir passt, geschweige denn eine Schuluniform«, konterte Draco, doch seine Mutter ließ nicht locker. »Zieh ihn mal an«, bat sie, als hätte sie seine Bedenken gar nicht wahrgenommen. Draco stöhnte, wagte jedoch nicht Widerstand zu leisten. Der Umhang war unbequem, denn die Öffnung am Hals war zu klein. Seine Mutter zupfte und zerrte an dem Stoff herum, während sie sagte: »Du brauchst doch die Schuluniform. Ich habe sie rausgesucht.« »Mutter, jetzt ist es aber genug. Ich war 16, als ich meine Sachen hier zurückgelassen habe. Du glaubst doch nicht, dass mir auch nur ein Hemd passen würde«, fragte er ungläubig. Leise fügte er hinzu: »Ich werde ja nicht zur Schule gehen.« Seine Mutter hielt mit ihren Bewegungen inne und blickte ihn an. In ihren Augen erkannte er Enttäuschung, ähnlich wie in Susans Gesicht. Draco stöhnte, bevor er fragte: »Was ist so wichtig an den UTZ denn?« Traurig erklärte sie: »Ohne wird man dich gesellschaftlich als Zauberer zweiter Klasse sehen, Schatz.« Er schnaufte ungläubig, bevor er konterte: »Also wirklich, Mutter,
Früher hast du Menschen aus ganz anderen Gründen gesellschaftlich herabgesetzt. Sie holte aus und gab ihm eine Ohrfeige, die nicht wehgetan hatte. Aber Draco bereute seine unüberlegte Anmerkung auf der Stelle. Er führte seine Hand an seine nun rosige Wange, während er sie anblickte und den Kummer in ihren Augen sah. Flüsternd richtete er das Wort an sie. Es tut mir leid, Mutter. Bitte entschuldige. Sie hatten sich wieder ganz schnell vertragen, denn sie war sehr harmoniebedürftig und er hatte schlussendlich nachgegeben. Draco schlug weniger begeistert vor. Gut. Wenn wir es in 25 Minuten schaffen, meine Schuluniform anzupassen, dann werde ich die 7. nachholen. In Ordnung. Er hätte nie gedacht, dass es so leicht wäre, ein Lächeln auf ihr Gesicht zu zaubern. Egal wie oft seine Mutter einen Änderungszauber durchführte, das Jackett wollte einfach nicht passen und die Hosen blieben unten viel zu kurz und oben herum zu eng. Es wären nur noch ein paar Minuten bis zur Zeremonie und die würde er verpassen, aber er hatte es zumindest versucht. In der großen Halle saßen bereits die älteren Schüler an ihren Tischen und man erwartete jeden Moment die Ankunft der Erstklässler, die wie üblich von Professor McGonagall hereingeführt werden würden. Harry saß direkt neben Severus und er rutschte aufgeregt auf seinem Stuhl hin und her. Er seufzte und stöhnte und machte den Zaubertränkemeister neben sich damit fast wahnsinnig. Hermine, die ebenfalls neben Severus saß, bekam von Harrys Aufregung nichts mit, weil sie mit ihrer eigenen beschäftigt war. »Mann, bin ich aufgeregt!« flüsterte Harry immer wieder, obwohl es nicht notwendig gewesen wäre, sein Lampenfieber verbal mitzuteilen, denn man sah es ihm an. »Waren Sie das erste Mal auch so aufgeregt, Severus?« fragte er gleich darauf. Völlig gelassen, erwiderte Severus. »Jedenfalls nicht so aufgeregt, dass ich vergessen hätte, mir die Haare zu kämmen.« Erschrocken tastete Harry seinen Kopf ab, bevor er quengelnd beteuerte. »Ich habe mir die Haare gekämmt!« Ein kurzes Schnaufen war zu hören, bevor Severus entgegnete. »Dann hat sich wohl während ihres Weges in die große Halle ein Jobberknoll die Freiheit genommen, von ihnen völlig unbemerkt ein Nest auf ihrem Haupt zu errichten.« Harry blickte Severus einen Moment lang nachdenklich an, bevor er leise zischelte. »Warum sind Sie so gemein zu mir? Immer wieder machen Sie solche Kommentare. Ich finde das nicht nett von Ihnen. Ich bin schon aufgeregt genug. Ich mache mich ja auch nicht über Sie lustig. Warum sind Sie dann so zu mir?« Sehr besonnen, antwortete Severus. »Weil ich Sie damit von Ihrer Unruhe abgelenkt habe und Sie nicht einmal bemerkt haben, dass gerade in diesem Moment die Erstklässler auf dem Weg zum Lehrertisch sind.« Hastig drehte Harry seinen Kopf wieder nach vorn, was ein knackendes Geräusch in seinem Nacken verursachte. Severus hatte nicht gelogen, denn die Kinder reihten sich gerade vor Minerva auf. Die meisten der neuen Schüler wirkten völlig verängstigt, denn sie kannten die Geschichten rund um Hogwarts. Sie wussten, dass hier ein Basilisk umgegangen war, der Schüler versteinert hatte, und sie hatten gehört, dass Voldemort einmal Besitz von einem Lehrer ergriffen hatte. Ihre Eltern hatten ihnen sogar erzählt, dass Voldemort sogar einen Schüler umgebracht hatte und dass eines Tages hier Todesser eingefallen waren und ein Kampf mit ihnen stattgefunden hatte. Harry wäre am liebsten nach vorne gegangen, um ihnen den Kopf zu tätscheln und zu erzählen, wie viel Angst er selbst damals gehabt hatte, als er neu hier angekommen war. Aber er wurde aus seinen Gedanken gerissen, als Minerva den brechenden Hut brachte. Sie legte ihn auf dem Stuhl ab, auf dem später die Kinder sitzen sollten, um in ihre Häuser einsortiert zu werden. Zunächst grüßte der Hut alle Kinder freundlich, grüßte auch Minister Weasley sehr nett, der vorn neben Albus am Lehrertisch saß, und dann räusperte er sich, bevor er sang. Hogwarts ist, wie soll es sein? Ein Garten voller Sonnenschein, der euch lässt wohl aufgedeihen, wie zarte kleine Blümelein.
Lang ist es her, als ich zuletzt die kleinen Pflänzchen umgesetzt und eingetopft hab ich ein Haus. Wachs ihr oft über euch hinaus. Für Ravenclaw, der Xandorn spricht, aus ihren Häuptern sich Wissen ergießt. Sie lernen, tüfteln und sind allgemein ein überaus weiser und kluger Verein. Der Aschwurz blüht für Slytherin, steht für Licht und Eifer schlechthin. Soll er zuweilen mal Feuer fangen, ist nicht um ihre Tugend zu bangen. Für Hufflepuff grüner Efeu-Rang, niemals deren Treue schwankt. Gerecht und fleißig immerfort, kennen sie kein einziges Lügenwort. Selbst Löwenzahn ein Rückgrat hat, für Gryffindor es wuchern mag, steht zur Seite mit Rat und Tat und fürchte nicht der bösen Saat. Vier Häuser, vier Familien sind, das flüstert schon der Abendwind. Doch drei sind größer als das eine. Ihr versteht, was ich damit meine. Ein Haus wird wenig Schüler haben, doch wollen wir sie nicht untergraben. Mit Antrieb, Mühe und viel Kraft erlangt man große Brüderschaft. Vergangenes soll vergangen bleiben, so wispern es die mächtigen Eiben. So soll sich jeder dran setzen, die Schade wieder auszuwetzen. Zeigt Respekt, seid ausgewogen, dann zeigt sich schnell ein Regenbogen, der farbenfroher nicht sein kann, wenn einer einen Freund gewann. Die Türen der Häuser haltet offen, so könnt ihr auf neue Freunde hoffen. Denn die Reinheit der Herzen aller Familien, das symbolisieren die weißen Lilien. Zur gleichen Zeit, in welcher der Hut mit dem Lied begonnen hatte, klopfte Remus an die Tür von Mrs. Malfoy, denn sie hatte Tonks und ihn eingeladen, doch nur er hatte die Einladung zum Tee und einer Partie Schach angenommen. Herein! Hörte er Mrs. Malfoy sagen. Remus trat ein und fand nicht nur Mrs. Malfoy, sondern auch ihren Sohn vor, der offenkundig Kleidung anprobierte. »Oh, Mr. Lupin, treten Sie doch bitte ein. Verzeihen Sie die Unordnung. Ich hatte gehofft, ich würde damit fertig sein, bevor Sie kommen würden.« Remus begrüßte Mrs. Malfoy und überreichte ihr einen Strauß Blumen, den er, ohne Tonks Wissen, auch in ihrem Namen schenkte, worüber sich die Gastgeberin sehr freute. Er betrachtete Draco und fragte lächelnd, während er ihn musterte. »Die alte Schuluniform? Sie möchten 7. Klasse nachholen?« Ein Kopfnicken war Dracos einzige Antwort, doch Mrs. Malfoy teilte ihre Bedenken mit. »So kann er dort nicht auftauchen. Er hat versprochen, er würde seinen Abschluss machen, wenn ich die Kleidung für ihn ändern könnte. Aber...« »Oh!« unterbrach Remus. »Daran soll es nicht scheitern.
Ich möchte nicht angeberisch klingen, aber Haushaltszauber, besonders Änderungszauber für Kleidungsstücke, sind nicht nur mein Steckenpferd, sondern daran bin ich auch ausgesprochen gut. Darf ich? Das Jackett, welches Draco trug, wurde von Remus sehr genau beäugt. Es war ihm nicht entgangen, dass dem jungen Mann nicht nur alleine die Anwesenheit seines Ex-Lehrers etwas Unbehagen bereitete. Da Dracos Beinbekleidung um die Hüften herum zu eng war, stand Mrs. Malfoys Sohn mit offenstehender Hose im Zimmer. Ein Hauch Röte hatte sich auf dem blassen Gesicht des jungen Mannes abgezeichnet, doch Remus ließ sich nicht davon stören. An den Nähten des Jacketts ist genügend Stoff vorhanden. Ich kann die Größe ändern, wenn Sie kurz stillhalten würden, Mr. Malfoy? Bat Remus, der bereits seinen Zauberstab zückte. Weder Mrs. Malfoy noch Draco gaben ein Widerwort, sodass Remus wortlos das Jackett mit mehreren Zaubersprüchen bearbeiten konnte, was einige Minuten beanspruchte. Wunderbar, passt wie angegossen, finden Sie nicht auch? Fragte er Mrs. Malfoy, die völlig begeistert zu ihrem Sohn stürmte und das neue Jackett begutachtete, ihrem Sohn über die Schulter strich und ihm liebevoll den Kragen richtete. Sie können ein normales weißes Hemd und eine schwarze Hose anziehen, Mr. Malfoy. Die Hauptsache ist, dass Sie das offizielle Schuljackett mit Ihrem Abzeichen tragen, sagte Remus, während er zum Ende seines Satzes hin mit dem Zeigefinger auf das Slytherin-Symbol auf Dracos Brust tippte. Der Hut hatte nicht nur sein Lied beendet, sondern bereits die Erstklässler in die Häuser einsortiert. Unter den älteren Schülern, die keine Aufbauklassen besucht hatten, waren viele bekannte Gesichter. Es waren Schüler, die wie Ginny nach der 6. Klasse aufhören mussten, weil Hogwarts geschlossen worden war. Einige der ehemaligen Schüler, die man eigentlich dieses Jahr als Siebtklässler erwartet hatte, waren jedoch nicht anwesend, wie zum Beispiel die Creevy-Brüder Colin und Dennis, die sich schon vor Jahren selbstständig gemacht hatten. Selbst den Weasley-Zwillingen hatte Albus eine Einladung für das 7. Schuljahr geschickt, doch die hatten dankend abgewinkt und erklärt, dass sie ihre Scherzartikel nicht für ein Jahr unbeaufsichtigt lassen wollten, denn an ihrem Laden verdienten sie sich eine goldene Nase. Severus hatte zwar geahnt, weniger Schüler als sonst in seinem Haus begrüßen zu dürfen, aber die mickrige Anzahl von nur 5, 11 und 12 Jahre alten Jungen und Mädchen, die vom Hut nach Slytherin gesteckt worden waren, machte ihn doch stutzig und es stimmte ihn nachdenklich. Die 2 Mädchen und 3 Jungen setzten sich zögerlich an den Tisch zu den wenigen anderen Slytherins, die zuvor die Aufbauklassen mitgemacht hatten. Mit nur insgesamt 19 eingeschüchtert wirkenden Schülern zeigte sich eine drastische Wende für das einst sich überlegen fühlende Haus. Man konnte den Kindern und Jugendlichen ansehen, dass sie sich in ihrer eigenen Haut nicht wohlfühlten. Auch wenn Professor McGonagall im Vorfeld erklärt hatte, dass das Haus gleich einer Familie wäre, so schienen sich besonders die Slytherins zu wünschen, von einem der anderen Häuser adoptiert zu werden. Das Haus Slytherin war schon immer verschrien gewesen, aber nach dem Fall von Voldemort nun offensichtlich auch bei den Slytherins selbst. Albus richtete das Wort an die Schüler und hielt nur eine kurze, unterhaltsame Rede. Doch bevor er in die Hände klatschen konnte, um das Festessen beginnen zu lassen, öffnete sich die Tür zur großen Halle und ausnahmslos alle drehten ihren Kopf, um zu sehen, wer eintreten würde. Draco hatte die große Flügeltür leise wieder hinter sich geschlossen, bevor er selbstbewusst wirkend durch die große Halle und unter den Augen von alten und neuen Schülern und Lehrern bis nach vorn an das Rednerpult von Professor Dumbledore schritt. Die Augen des Direktors funkelten erfreut und er richtete das Wort an ihn. »Mr. Malfoy, schön, Sie heute Abend hier zu sehen. Möchten Sie vielleicht den Hut aufsetzen?« Der Direktor deutete mit einer Hand auf den Hut, den Professor McGonagall noch immer hielt. Lächelnd schüttelte Draco den Kopf, bevor er lediglich mit einem Zeigefinger auf das Wappen von Slytherin tippte, welches seine Uniform zierte. »Na dann, Mr. Malfoy, wissen Sie ja, an welchem Tisch Sie Platz nehmen können. Seien Sie herzlich willkommen.«
Draco nickte dem Direktor dankend zu. Seine Unsicherheit überspielte er, indem er erhobenen Hauptes zu den Slytherins schritt, was ihn für einen Moment genauso arrogant wirken ließ wie früher. Er setzte sich neben einen der Erstklässler seines Hauses, der ihn völlig verängstigt anblickte. Doch Draco lächelte all seinen neuen Schulkameraden zu, obwohl ihm eher zum Heulen zumute war. Ein Jahr Hogwarts, ein Jahr als Schüler, ein Jahr als Schüler mit Harry als Lehrer. Draco seufzte, doch niemand hörte es, weil in diesem Moment die staunenden Ausrufe der Schüler zu hören waren, als vor ihnen auf den Tischen ein üppiges Festmahl auftauchte. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.